Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe Ximerin aufgeladen und möchte gerne, wie ihr seht, wahrscheinlich den Helion kaufen, weil er schon halber Preis ist. Und ich finde, so einem kleinen Hasen muss einfach ein gigantisch cooles Reittier kommen. Und ich denke, kein anderes Reittier passt so gut wie dieser Löwe. Ich finde, ein Bär passt nicht. Ich hätte den Albino-Bär genommen. Aber schaut mal, der ist gleich teuer wie der Helion momentan. Doch lieber den Helion. Und ja, man kann nur den Benchu nehmen. Ich hätte gern den von Isis genommen. Den schwarzen, ja nicht schwarzen, grauen Raptor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das ist. Ist mir eigentlich jetzt gerade egal. Ich glaube, es war schwarz. Grau. So ein bisschen beides. Ignis Panther. Ja, ich will doch kein Ignis Panther nehmen in Alcius. Ich möchte einen Helion nehmen. Deshalb schnell. Danke. Und die EXP Scroll. Ich muss schauen, wann ich die verwende. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt schon verwenden und werde wahrscheinlich eine zweite kaufen und verwenden. Und ich möchte gerne Crit-Chance für 150 Mana brauche ich nicht. 150 Heilung für 50, für 10 Charakterattribute ist schon besser. Ich kann den Turtle momentan nicht nehmen. Wo ist der Turtle hin? Tausche 5 Angriffsgeschwindigkeit für 10 Schutz ist nicht für mich geeignet. Könnte später vielleicht nehmen. Doch, das ist der Turtle. Der sieht irgendwie wie ein Orca, wie ein Zombie aus oder so etwas. 75 Mana für 10 Punkte Konstitution. Das ist der, den ich eigentlich eventuell später mal verwenden soll. Tausch 5 Zaubergeschwindigkeit für 15% Heilungsbonus. Das ist für Beschwörer. Oder was ist Heilungsbonus? Vielleicht schneller regenerieren. Ja, aber ich werde den Ding, welcher Begleiter für Schütze. Ist für Schütze am besten. Mal den die Profis verwenden. Ich denke schon hier, ne? Wir werden mal warten. Dann möchte ich gerne. Ja, hier geht nicht. Ich habe jetzt Ximerin und es geht nicht. Als ich keine Hyäne, Ximerin hatte, hatte ich das noch nicht. Geht nicht. Gut, wenn ich es nicht. Oder wir wollen, oder wir nehmen eine Klassenwandelrolle. Aber dafür kann ich jetzt nichts anderes nehmen. Tortuga, ja. Das Pet muss weg. Er will weg. Er will alle Pets weg. Ich finde, es stimmt schon, das nervt. Aber ja, da ist sowieso nichts Gutes. Extra Charakter würde ich vielleicht mal noch nehmen später. Nur für das Let's Play zu zeigen, wenn es mal nötig ist. Ja, jetzt haben wir mal die zwei gekauft. Mal kurz schauen. Die zwei noch erst. Das ist Untoten. Ah, das ist dasselbe, das ist negativ. Das ist völlig scheiße. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen.
Also defensiv finde ich ja auch eigentlich ja besser. Hä? Ich finde offensiv eigentlich nicht. Wo sind die Begleiter? Da. Also, der ist 30 Critical Chance für 150 Mana. Nein, da, der da. Die Hyäne, genau. Ist 150 Heilung für 10 Hauptcharakter-Attribute. Das ist wirklich sehr gering, die Attribute. Das ist nicht viel mehr Schaden. 175 Mana für 10 Punkte Konstitution. Ich nehm's. So. Und dem der Geist ist nichts. So, dann haben wir den noch. Und eben, ich wollte ja noch die den Drop Boost später nehmen. Werde ich noch nicht nehmen. Und die Scroll wollte ich dann auch mal nehmen, weil ich eben einen Jäger niemals würde hochleveln. Ich nehme den Jäger wirklich nur eventuell, falls ich den Schützen nicht leveln kann, um ein bisschen zu nerven. Eben wieder rübergehen und sie töten, wenn ich mich jemand nervt, mich rächen werde. Das geht nicht, Leveler-Killer, das sind wirklich die schlimmsten. Dann werde ich sie rächen, also werde ich sie wirklich meine Charakter rächen und sie töten dann die ganze Zeit. Und ja. Vergeltung. Also für mehr Vergeltung. Sogar. Mehr als Vergeltung. Doppelt killen, wenn sie mich killen. So, dann werde ich wahrscheinlich einen Jäger von mal 75 schon, 45 schon mal machen. Ja, 75 geht ja natürlich nicht. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Eine Glückskiste wollte ich, glaube ich, noch nehmen, aber ich finde jetzt 14.750 ist eigentlich genug. Und ich finde, da bekommt man sowieso nur hochlevelige über, wenn man eine Diamantkiste nimmt. Oder soll ich sie schon mal nehmen? Ich werde schon mal eine nehmen. Genau. Weil sie jetzt wirklich günstiger ist. Ich weiß nicht, wie viel günstiger ist. Wir können mal schon schauen. Muss mal kurz schauen, wo die waren. Da, Items, okay. Ja, ist wahrscheinlich halber Preis. Mehr als halber Preis. Gut, nehmen wir eine. Jetzt haben wir 9.000 noch. Wir nehmen vielleicht noch ein Clothing oder so etwas. Kleiderbeutel. Inscher Meister Piraten. Ja, ist jetzt auch nicht so schön. Inscher Meister Aristokraten. Ich finde nicht. Kein Kleiderbeutel ist auch zu teuer. So Ninja Krieger ist schön, aber Ninja Meister, ne. Ich weiß gar nicht. Eventuell so Flügel, ja. Flügel und Heiligenschein. Ah ja, Zekid-Kostüm. Was ist jetzt der Booster? Der Booster, kurz oben schauen. Der Booster ist wie lange? Steht sehr exakt. Der Booster dauert eine Stunde an. Wow, sehr. Also das ist ja mal die größte Verarschung. Eine Stunde nur.
Und es zählt wahrscheinlich nur für Monster. Anderes Spiel. Aha, es gilt auch für Spieler. Also ja, auf jeden Fall werde ich es für Monster einsetzen, weil Spieler geht schon viel mehr, ja. Aber ich kann niemals jetzt schon so viele Spiele besiegen, dass sich es viel mehr lohnt. Oder für bei einer Invasion. Party und Herausforderungsbonus sind auch betroffen. Ich weiß es nicht, also ich bin ja relativ schon reich. Reicher als andere Spieler. Aber ich kann das Geld ja nicht so verwenden wie andere Spieler. Weil ich ja. Ja, ich könnte jedes Mal eine PaySafe-Card holen, ja. Aber nicht so, dass ich denke. Auf jeden Fall werde ich. Nebenbei, für alle, die jetzt noch zuschauen, ja, auf jeden Fall, es wird ja immer mehr geschaut. Ich werde ein RuneScape Let's Play noch nebenbei machen, weil ich denke, es ist relativ günstig, 8 Euro pro Monat. Ich könnte auch ein Elder Scrolls Online Let's Play noch machen, anfangen. Aber das, wenn ich dann mehr Geld zur Verfügung habe, leichter Geld zur Verfügung habe, das auf dem Konto ist. Und ja. Also, auf jeden Fall werde ich jetzt mal das nutzen. Oh. Name. Was soll ich nehmen? Oh. Namen eines Löwen, der brennt. Ich werde ihn Helion nennen. Ich nehme ihn Helion. Ich werde ihn soll ich ihn Tequila nennen? Dann das ist ein Gag. Nein, ich nenne nicht Tequila. Ich will nicht Alkohol verherrlicht sein. Ich nenne ihn Diablo. Diablo. Das sieht aber richtig cool aus. Er ist viel kleiner als benannt, aber ist cool. Er wird wahrscheinlich größer, wenn ich dann wirklich die Charakterklasse wechsle. Aber ich finde, ich will ein Hase bleiben. Irgendwie. Was denkt ihr so? Soll ich einen Zwerg, einen wie heißt denn die anderen? Weiß ich jetzt auch nicht, wie die anderen heißen, da die großen Riesen. Also eben alles. Ich kann jede Eisenklasse nehmen. Ja, mal schauen. Ich nenne ihn Zerberus oder so etwas. Weiß ich nicht. Kätzchen. Ich nenne ihn Kätzchen. Büsi. Ich nenne ihn Büsi. Das ist Schweizerdeutsch für Kätzchen. Oder einfach Katze. Firefox. Hasis Büsi. Kätzchen Büsi. Hasis. Ich beende mal kurz die Aufnahme und schaue mir einen guten Namen noch. Bis gleich. So, ich nenne den Feuerlöwen. Er heißt ja Helion. Ich nenne ihn Helios. Helios ist der Sonnengott der Griechen. Und
besser, ja, ich will ihn lustig oder so nennen, aber ich möchte keinen Alkohol und es passt einfach besser, Helios. So, sehr innovativ, ja, ich weiß. Aber ich nenne ihn so. Ja, er ist mit einem L. Die waren auch sehr innovativ beim Nennen, einfach mal ein bisschen ändern. Den Feuergott, also den Sonnengott ändern. So. Ah, der Name ist ungültig. Ja, klar. Wieso ist er? Helios Drago oder so Helios. Helios Drogen. Fertig. Sehr gut. So. Dann haben wir hier die Sachen. Die anderen Sachen. Der Begleiter wollte ich noch. Ja, da muss ich zuerst. Ja, da muss ich zuerst das wieder hier hin tun. So. So. Ach süß. Schau mal, der Kleine hat ein ganz kleines Schildkrötchen. Turtle. Ich hab Raffaello. Ich mag Raffaello am liebsten. Und ja, Leonardo war früher mein Liebster. Und seitdem ich die zwei neuen Kino-Filme geschaut habe, mag ich Raffaello. Also schon am Anfang vom ersten Film mochte ich Raffaello am liebsten. So. Ja, die Glückskiste werde ich noch nicht verwenden. Werde ich eine Waffe auf Level 60 dann nehmen. Und du weißt eigentlich, was ich am besten habe. Wippenpfeil. Oh, den will ich. Ich bin einfach mal frech. Ist es wirklich eine... Ja, es ist Bogenschütze. Gut. Auf jeden Fall. Wir haben übrigens EP-Bonus von... oh, das sieht so schön aus. Mann, ich liebe den. Also da haben die Entwickler wirklich super Erfolg. Einen schönen Pad genommen. Und Dankeschön für die... halben Preis vom halben Preis. Es war ja mal 60 Euro, es war glaube ich schon mal 90 Euro teuer. Einfach nur krass. Sie schreiben nichts mehr. Nein, nein. Ja, nicht mir geben. Nein, nein. Also ich bin nicht böse, wenn sie mir ihn mir nicht geben. Aber auf jeden Fall will ich jetzt mal ein bisschen leveln. Ich muss schauen, also ich werde wahrscheinlich dieses Level sicher noch ohne EP-Bonus scrollen nehmen. Ich will ihn ja gut investieren, wenn ich vielleicht anfange draußen zu leveln. Ja, da werde ich noch ein bisschen warten. Und dann werde ich. Sobald wahrscheinlich die Söldner oder Igen blöd machen, werde ich eventuell ja anfangen zu Ape-Scrollen. Oder bei einer Invasion, aber dann werde ich muss ich schon stark genug sein. Auf jeden Fall. Ja, werde ich jetzt noch kurz warten, bis die
das Renten vorbei ist, damit ich auch flüssiger aufnehmen kann. Ja, okay, es ist flüssig. Aber ich habe 60 FPS, hey. Das lohnt sich schon mal. Ja, ich warte jetzt, bis die mir meinen kleinen... Ja, die Pfeile geben. Okay, dann muss ich nicht warten. Mit dir auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank. Super. Habe ich die Vipernpfeile noch? Schön, also lieben Dank an die Gilde, an den Clan. Und ja, auf jeden Fall. Dankeschön für so ein super Let's Play. So tolle Leute und auf jeden Fall Daumen nach oben für weitere schöne Parts. Ach, schön. Ich freue mich so, dass es alles so gut geht. So viele Invasionen, so viele Wünsche frei, so eine gute Gilde, so ein guter Clan, so viele Freunde. Und auf weiteres schönes Jahr. Okay, kurze Unterbrechung von ein paar Millisekunden. Bis, ja, später.